Ich glaube, dann machen wir es. Ach so, und wäre mal ganz interessant zu wissen, soll ich so ganz stur die Sorgen verfolgen oder soll ich mal so nach jedem abgeschlossenen Kapitel, wo es dann heißt, ja, fahre nach Hause und mach mal ein Nickerchen, soll ich da mal so auf dem Weg zwei, drei Läden ausrauben? Ich meine, so just for fun, dass wenn wir mal... Das war haarscharf. Also ich werde diese Folge nochmal machen, dass ich hier alles schön abklappere und hier sowas zum Beispiel so. Ich will das eigentlich alles gar nicht. Hä? Wo ist denn hier einer? Tete ca. 1,80 groß, dunkles Haar, normaler Körperbau. Verstanden. So, wo ist er? Komm her. Von Automatikwaffen genehmigt. Oh, immer diese Kack-Automatikwaffen, ey. So, na also. Oh, ficken oder was? Ich will jetzt dieses Auto auftunen. Na sichi. Die bescheuert. Nein, ja, nicht mal sowas. Ich glaube. Oh, und wir haben ein neues Dingens. Ein Gesuchter. Wladimir. Woher kommen die? Von der Seite, oh Gott. Glück gehabt. Oh, jetzt haben wir eine Thompson. Das ist ja cool. Oh, Scheiße. Also wir haben ja genug Geld und theoretisch bräuchten wir auch gar nicht so viel Geld. Ach, guten Abend. Na, perfekt. Jetzt pimpen wir das Baby mal ein bisschen auf hier. Womit kann ich dienen? Wagen muss repariert werden. Wagen reparieren. Motor tunen. Wagen ist voll getunt. Na toll. Felgenwechsel. Brauchst du neue Räder? Du hast freie 70, Auswahl, 50, mein Freund. 85. Die teuersten. Genau. Und Kennzeichen. Neue Nummernschilder. Kein Problem. An alle! Aktion abgeblasen! Zurück zur Wache! Das ist schön. Oder? Ja. Hört man noch gerne. Die Zeit tappt im Dunkeln. Täter immer noch auf freier Spur. Das wird... Na komm. Komm, los. Hab nicht den ganzen Tag Zeit. Stolle, na komm, los. C, D, E. Kennzeichen, komm. Es ist alles erledigt. Such dir eine Farbe aus. Farben, da oben sieht man hier so
Da gehen dann die Blecheimer immer hin und her. Ja, an so einem... Jetzt müssen wir die zweite Farbe noch wählen. So sieht er doch schön aus. Ja. Komm jederzeit wieder. Jetzt haben wir ein schönes Auto, das können wir uns auch ruhig mal in die Garage stellen. Ach, und hier steht überall die Polizei. Grüßt mal ein bisschen. Ja, ja. Hätten mich auch beinahe entdeckt. Ah! Nicht, dass ich das vergesse. Ich glaube, das war so. Und zwar, wenn man hier reingeht. Wenn es zum Reingehen gedacht wäre, wären da so eine Superschlitten drin gewesen. Vielleicht nochmal auf der anderen Seite gucken, so. Alles. Piep, piep. Ja, und... Idiot, meine Fresse, der Wagen war doch frisch gekauft. Hey, das war mein Auto. Aber wir brauchen noch mal was Neues zum Anziehen. Und hier ist auch rein zufällig... Munitionsladen wieder um die Ecke. Wir haben ja ordentlich was ausgegeben für unseren geilen Wagen. Mach ich hab mehr Kugeln als. Und wir werden ja schon gewontet. Ja, ist überhaupt nicht auffällig, wenn plötzlich so ein Auto neben einem mit durchdrehenden Reifen steht. Nö, nö. Komm, wir drehen nochmal. So. Hallihallo. Ja, ja. Oh, das sind so wunderschöne Farben. Ich glaub's ja, ey. Hey, Kumpel, geht's noch? Lassen Sie mich in Ruhe. Hilfe! Bitte! Erbarmen, per favore. Ja. Könnte man natürlich auch ausdehnen, indem man irgendwie wild um sich ballert und dann auf die Polizei wartet, die dann mitballert und dann wartet man wieder auf Verstärkung, bla bla und so ein Scheiß. Aber noch nicht zum Anfang, da macht das noch alles gar keinen Spaß. Hat man nicht die richtigen Autos dafür, um so Medaillenverfolgungsjagden zu machen. So, ab in die Garage und wir hauen uns gleich mal in die Pfanne. Mal gucken, streitet der Nachbar immer noch? Nee. Mal gucken, lauscht die Alte noch? Nee. Schläft schon alles. Können ja mal gucken, was wir alles so haben. Mhm. In verschiedenen Farben. Was haben wir noch? Mit Mänteln. Mhm, sehr schick. Ja. Mensch, das wollte ich doch gar nicht hier beenden. Raus aus dem Kreidewaschen. So, und wir hauen uns gleich ins Bett. Und damit sage ich dann einfach mal, das war's erstmal wieder mit Let's Play Mafia 2.
mit mir stelle. Und tschö, tschö, Kapitel 4, Murphys Gesetz, das nächste Mal.